Hallo und herzlich willkommen, ich bin's der gute Pamu und heute schauen wir uns das Farmtech Pulix 1550 an. Ja, das gibt es aktuell bei ModHub zu finden, gibt es nur für PC und Mac. Ob es eine Konsolenvariante gibt, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. So, eine kleine Besonderheit haben wir jetzt hierbei, und zwar bräuchten wir dazu das manuelle System. Also das manuelle Extraction System, sprich das selber ankuppeln, brauchen wir dann hierfür, denn wir haben hier bei diesem Güllefass eben halt dann nochmal hier so einen kleinen Anbringer hier noch mit dran, den wir eben halt dann separat abkoppeln können. Und dann können wir das dann einmal irgendwo hin platzieren, wo wir dann hier mit eben halt dann den Rüssel, sage ich jetzt mal, eben halt dann dran fahren können, abkippen können, beziehungsweise uns dann die Gülle oder eben halt dann die Gärreste dann abpumpen können. Wir können es natürlich auch hier separat hierüber anschließen, dass wir dann unsere Schläuche nehmen, hier anschließen, und das will natürlich dann auch funktionieren. So, aber dieses Güllefass bzw. dieses Gärrestefass gibt es auch in verschiedenen Varianten. Einmal so wie es jetzt hier steht mit den Schleppschlauchen, mit dem Schleppschlauch, und dann gehen wir einmal in unser Kaufmenü einmal rein, in die Rubrik Geräte und eben halt dann bei den Güllefässern. Ja, und da hätten wir dann hinten, ja, man muss ein bisschen suchen, aber da hätten wir das Farmtech 1550 mit der Docking Station für 61.650. Ja, 15,5 Kubikmeter, 15 Meter Arbeitsbreite, wir brauchen 150 PS. Ja. Und wie man schon sieht, können wir hier eben halt wählen zwischen Trelleborg, Michelin, BKT, Fredestein und Mitas. Sogar die Nokian Tires sind mit dabei als Pflegebereifung. Ja, da hätten wir zumal jetzt einmal hier die Reifenvariante 710, 50, 30,5. Die 750, 60, 30,5. Die 800er, 60, 32er hätten wir dann hier zur Auswahl. Ja, und dann eben halt wieder die 710er Reifen. So, dann können wir noch den Aufkleber noch, den wir hier oben haben. Ja, ich mache mal kurz die Schleppschläuche mal kurz weg. Dann können wir das hier eben halt dann auch noch variieren zwischen, ja, Aufkleber klein und eben halt dann Aufkleber groß. Die beiden Varianten hätten wir dann zur Auswahl. Dann können wir noch wählen, ob wir einen Unterfahrschutz für hinten mit dabei haben möchten, ja oder nein. Und wie schon gesagt, jetzt hätten wir hier einmal den normalen Schwenkausbringer oder wir nehmen eben halt dann die Schleppschläuche. Ja, und wie man sieht, ändert sich da jetzt relativ wenig dran. Wobei ich finde, also ich jetzt persönlich sage, die Schleppschläuche sehen daran schon nicht ganz verkehrt aus. Ja, dann können wir noch die Felgenfarbe wählen. Da haben wir auch eine diverse Farbwahlmöglichkeiten, die wir dann wählen können, und sogar auch unser Kennzeichen. So, das war es jetzt erstmal an der Stelle. Jetzt gucken wir einmal kurz hier mit dem den Schlepper. Fahren wir jetzt einmal kurz hier dran zurück. Ja, wunderbar. Man sollte auch mal gerade zurückfahren. So, und dann hätten wir jetzt die Möglichkeit, einerseits können wir jetzt zum Beispiel den Arm. Na, wo ist er denn? Da ist er. So, wie man sieht, den Arm können wir auch bewegen. Hoch und runter, und ja, jetzt haben wir zum Beispiel jetzt das kleine Bilder einmal abgeklemmt, was wir jetzt hier dran hatten, und das können wir jetzt einmal nehmen und können es einmal jetzt woanders hinstellen und könnten da jetzt zum Beispiel die Schläuche anschließen. So, das machen wir jetzt aber so in der Form jetzt erstmal nicht. Jetzt hängen wir das Ganze noch mal wieder an. So, die Schleppschläuche können wir auch dementsprechend ausklappen und auch gegebenenfalls dann, na ja gut, nicht war das jetzt, aber die können wir dann jetzt ganz normal runterklappen und können dann damit dann unsere Felder dann düngen. So, wir können es auch wieder alles zuklappen. Ja, das ist in der Form. Wir gucken jetzt auch mal kurz auf die, ja, Lenkachse hat er auch hinten, wie man sieht.
Können wir auch dementsprechend hier schön auch enge um die Kurven rumfahren. Ja, macht soweit eigentlich einen recht guten Eindruck, muss man ehrlich sagen. So, können wir das Ganze auch mal wieder abklemmen und können dann dementsprechend wieder vorfahren. Machen wir den Motor auch erstmal kurz aus. Ja, sonst, wie gesagt, gibt es erstmal nichts dazu zu sagen. Eben halt, wir haben einige Konfigurationsmöglichkeiten. Und ja, mit 15,5 Liter Fassungsvolumen ist es jetzt auch nicht so überdimensioniert. Und für die knapp 62.000, die es dann kosten soll, ist es so jetzt auch noch in der Form. So, wir schauen uns mal kurz die Lok an. Ja. Lok aktuell fehlerfrei. Keine Warnings, keine Errors, keine Lures. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe das Ganze jetzt im Einzelspiel bzw. im Singleplayer getestet. Wie es jetzt auf dem DD-Server ausschaut, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Wenn euch diese kleine Mod-Vorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.